Willkommen zurück, liebe Leute, zu Apollo Justice Ace Attorney. Wir befinden uns in der Garage bei der Meritakis Klinik. Irgendwie so. Und da soll ja angeblich der Höschendieb reingelaufen sein. Und was es hier so zu finden gibt, schauen wir mal, denn eine Sache sticht hier ja schon direkt raus. Man könnte jetzt sagen, das Skelett. Ja, klar. Aber da sieht man halt auch sehr verdächtig. Da liegt ein Handy. Im Auto stimmt was nicht. Komm, wir sehen es uns genauer an. Oh, da stimmt noch was mit dem Auto nicht. Da stimmen mehrere Sachen mit diesem Auto nicht. Zum einen ist der Spiegel nicht dran, da liegt ein Handy und da ist eine Unterhose reingestopft. Fangen wir damit an. Das erinnert mich an etwas. An eine Akte über einen Fall, den Herr Wright vor Jahren bearbeitet hat. Da ging es um ein Auto, in dessen Auspuff ein Stück Stoff versteckt worden war. Gab es das wirklich in einem von den Fällen, die wir gespielt haben? Oder ist das dieser Zusatzfall in Teil 1? Bei denen habe ich nicht gezockt. Ansonsten erinnere ich mich daran nämlich nicht wirklich. Dieses Stoffstück erwies sich als wichtiger Hinweis zur Lösung des Falls. Wow! Ich fühle mich immer an diese Gerichtsakte erinnert, wenn ich ein Auto untersuche. Und ich untersuche immer den Auspuff. Ich denke, jeder hat so seine Hobbys. Wäre es nicht lustig, wenn... Hey, da steckt was drin. Was? Gleich haben wir es. Ist das dein... Ah, mein Höschen! Was? Wirklich? Mach keinen Scheiß. Wow, danke, Apollo. Du bist ein Genie. Fantastisch. Nein, nein, wirklich. Nicht der Rede wert. Ah, nur ein bisschen. Nein, ich mein's ernst. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast wohl ein Näschen für Damenhöschen. Oh, shit. Oh, shit. Das ist auf so viele Ebenen unangebracht. Aber eventuell, ne? Vielleicht, man munkelt. Wirklich? Keine Ursache. Ich bitte dich. Es ist wieder da. Mein süßes Höschen. Ich kann es kaum erwarten, es zu benutzen. Du möchtest es jetzt anziehen? Hier? Schau genau hin. Siehst du? Da ist nichts in dem Höschen drin. Tada! Wo kommt das denn her? Wie ist denn diese Schale in dein Höschen gelangt? Mein Höschen ist was ganz Besonderes. Da passt alles hinein. Das ist mein Zauberhöschen. Einer meiner besten Tricks. Zauberhöschen? In der Wunderbar ist es der Renner. Ich gebe dort abends meine Shows. Dieses Höschen ist... Was? Das hättest du mir aber früher sagen können. Trucys Höschen diskret in Trucys Tasche verstaut. Sehr diskret, aber, ne? Bedenken wir, bleiben wir dabei. Nun, wenigstens ein abgeschlossener Fall. Was sagst du da? Wir müssen noch immer den Gauner fangen, der mit meinem Zauberstück abgehauen ist. Oh, richtig. Wir sind sowieso mit der Durchsuchung der Garage noch nicht fertig. Absolut nicht, denn, da liegt doch offenkundig ein Telefon. Immer ein Handy. Jemand hat es vor diesem Reifen fallen lassen. Wäre das Auto losgefahren, wäre es sicherlich zerquetscht worden. Ich frage mich, ob es vielleicht dem hiesigen Arzt gehört. Wir sollten es ihm später bringen. Handy zu Gerichtsakte hinzugefügt. Das sieht aber verdächtig aus, dieses Handy. Wenn es jetzt dem männlichen Arzt gehören würde, würde man nicht von ausgehen, ne? Hey, sieh mal hier. Der Spiegel ist abgebrochen. Das ist mal eine heiße Spur. Was ist? Du grinst so... Als ob du was wüsstest, was ich nicht weiß. Tut mir wieder schrecklich leid, ich habe heute scheinbar einen Stottertag. Ich möchte euch aber trotzdem den Part bringen, deswegen müssen wir da gemeinsam durch. Entschuldigung. Du verheimlichst mir doch nicht etwa eine heiße Spur, Polly? Eine Spur? Mal sehen. Beweis zeigen. Dann ist ja gut, dass wir genau den richtigen Beweis dabei haben, ne? Meine heiße Spur ist hier. Alter, die Mucke. Boah, gleiche Farbe, gleiche Größe und alles. Das passt genau. Ich denke, das sollten wir genauer unter die Lupe nehmen. Da sind zwei Dinger im Abfall mit Farbe dran. Sieh mal, Apollo, wird das nicht zu einem Auto? Das ist ein Außenspiegel. Das Auto muss irgendwas oder irgendwen gestreift haben. Nun, sieht so aus, als hätten wir gerade einen Fall gelöst. Also das Auto, das Paps letzten Abend angefahren hat, steht genau vor unserer Nase. Ja. Wow, du bist ja so schlau, Apollo.
Mensch, danke, Trucy. Apollo? Ja, was ist? Jetzt, da wir den Fall gelöst haben, sollten wir Paps Bericht erstatten. Ich weiß, dass er sonst Trübsal blasen wird, wenn wir ihn zu lange allein lassen. Okay. Eigentlich ist er nicht der Typ dafür. Das hier ist es eigentlich nicht wert, berichtet zu werden. Naja, wir können doch jetzt eigentlich heraus... Okay, da ist kein Nummernschild dran, wenn ich das richtig sehe, ne? Gut, angeblich, ne, sind wir ja... ganz gut dabei. Von daher würde ich sagen, ja gut, dann bewegen wir uns mal zu Herrn Wright, ne? Erstmal hinkommen. Ist schon wieder so absolut kompliziert gemacht. 15. Juni, Hickfield Clean. Hä? Herr Wright ist weg? Vielleicht ist er bei einer Untersuchung. Er kommt bestimmt gleich wieder. Lass uns hier warten. Das kann eine Weile dauern. Hab's lieb, diese Untersuchung. Frag nicht nach, Justice. Das willst du gar nicht wissen. Warum kommen wir nicht einfach später wieder? Ja, ich denke, du hast recht. Warum bin ich jetzt hier hin? Was? Aber gerade noch, ja, wir müssen da... Lass mal dahin, ne? Checken wir mal ab, die Lage. Also mal geht es denn noch? Dann möchte ich wieder... Nein, Quatsch, ich will nicht zur Hickfield-Klinik. Ich möchte... Ja, weiß ich gar nicht. Ich möchte wieder zurück. Bin mir gerade unsicher, was ich jetzt möchte. Möchte zum Kitaki-Anwesen? Können wir ja mal vorbeigehen. Scheint nichts Neues zu sein. Eldens Haus ist halt auch nichts Neues. Und von da aus... Wobei, warte mal. Können wir auch in die Garage wieder... Da würde ich fast sagen, untersuchen wir ja noch so ein bisschen was, weil hier ist ja noch ein paar Sachen. Da ist jemand. Oh, es ist nur ein Skelett, das golden angemalt ist. Nur ein Skelett? Und golden angemalt? Das ist eine Modellhand, die uns von einer Kiste hinter dem Skelett aus zuwinkt. Dieser Ort hier schreit förmlich Krankenhauslager, findest du nicht auch? Schreit irgendetwas, das steht fest. Aber was, ne? Das ist eine Katze. Hey, eine Miezekatze. Miez, Miez, komm her. Die kommt nicht runter. Du musst doch zugeben, dass wir schon etwas verdächtig aussehen. Ist schon gut, Miezekatze. Seine Frisur tut dir nichts. Ist schon gut, Miezekatze. Sie wird dich schon nicht in ihrem Hut verschwinden lassen. Aber hier scheint auch nichts zu sein, so wirklich. Dieses Auto gehört jemand aus der Meritakis-Klinik und hat einen Ride angefahren. Herr Wright verstauchte sich den Knöchel und das Auto verlor den Außenspiegel. Das Auto versus Herrn Wright. Nicht wirklich das Spiel des Jahrhunderts. Nee, aber gegen Professor Layton. Das war ziemlich gut. Ja gut, okay. Unter diesen Umständen würde ich sagen... Ich würde halt mal sagen... Wir gehen nochmal hier hin. Und untersuchen die Stelle hier. Denn ich würde jetzt gerne das andere Stück mitnehmen. Den größeren Mülleimer. Du willst doch nicht einfach den Müll rumwühlen. Meinst du nicht, dass wir es tun sollten? Oh, hab nichts gesagt. Mülleimer zu durchwühlen ist nicht mein Ding, verstanden? Machen wir das jetzt gar nicht? Kriege ich das andere Beweisstück gar nicht? Ernsthaft? Kriege ich nicht? Was soll ich denn jetzt machen? Da ist nichts Neues. Kann ich der denn was präsentieren, was eventuell? Kann ich ihr das Handy mal präsentieren? Tut mir leid, Kleiner. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wollen wir das Höschen mal präsentieren? Auch keine Ahnung. Kannst du damit was anfangen? Auch nicht. Kannst du damit was anfangen? Ich habe herausgefunden, wem dieser Spiegel gehört. Oh, du bist wirklich gerissener, als du aussiehst. Nun sag schon, wer war es? Wo wohnt diese Person? Ich hab's vergessen. Ich weiß es noch, Apollo. Es war die Meraktis-Klinik. Psst. Warum? Ich hab doch recht, oder? Meraktis, wie? Ja. Warum ist sie plötzlich so still geworden? Stimmt etwas nicht? Nein. Achtet nicht auf mich. Danke für die Info. Okay, sie reagiert auf jeden Fall auf Meraktis-Klinik. Haben wir dadurch was Neues? Nein. Okay, dann nicht. Dann
Schauen wir meinetwegen nochmal bei Wright direkt vorbei. Vielleicht ist er jetzt zurück. Ich bezweifle zwar. Ja. Ist hier irgendwas Neues zugekommen? Da ist ein Fernseher jetzt. Der Fernseher ist noch an. Es läuft der Steel Samurai. Ist die gleiche Folge wie beim letzten Mal. Ist wohl seine Lieblingsfolge. Okay, ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, ist hier nichts. Hat sich nichts verändert? Nee. Ich stehe gerade auf dem Schlauch ein bisschen. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Ein ganz bisschen stehe ich auf dem Schlauch. Hier gibt's nur... Reden wir mal mit Tusi, was soll's. Was? Du möchtest uns noch einmal sehen? Nun, wenn's sein muss. Nein, 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 nicht nötig. Ehrlich. Steck's einfach weg, okay? Fall abgeschlossen. Was redest du denn da? Der Fall ist erst abgeschlossen, wenn wir den Dieb gefasst haben. Finde ihn einfach nebenbei, während du an den anderen Fällen arbeitest. Wenn es so leicht wäre, bräuchte man keine Polizei. Wenn man keine Polizei braucht, braucht man auch keine Verteidiger. Na fein, dann suche ich eben nach deinem Höschenjäger. Nun, gibt es irgendwelche Hinweise? Einen Moment. Alakazam! Alakazing! Wow, wo kommen denn all diese Beweise her? Was passiert als nächstes? Das war's! Super, oder? Ja, super. Okay, sie hilft uns auch im Moment ein Stück weiter. Somit ist ja eigentlich so, dass das die einzige Möglichkeit jetzt noch bleibt, das Haus von ihm. Und ihm ein paar Dinge präsentieren, oder? Was anderes bleibt mir ja gar nicht. Tut mir leid, Kleiner. Außer für meinen Stand interessiere ich mich für ziemlich wenig. Oder die Arbeit. Finde meine Sachen, bitte. Ja. Auch das interessiert dich nicht? Was? Ey, das ist ja... What the fuck? Ich habe keine Ahnung. Freunde! Ich steck fest. Hab ich mit dir über irgendwas nicht geredet? Hey, glauben Sie, dass nebenan was passiert ist? Da parkt ein Polizeiauto. Ha! Wahrscheinlich nur eine Lebensmittelvergiftung. Wenn hier jemand an einer Lebensmittelvergiftung schuld ist, dann... Das Polizeiauto kam heute Morgen. Ich habe sie gefragt, was los ist, aber sie haben nicht mal mir was gesagt, dem Nachbarn. Nun, ich war nicht überrascht, der Doktor... Der Doktor knechtet für die Falschen. War nur eine Frage der Zeit, bis was passieren würde. Pah. Die Falschen? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich kann mir schon vorstellen, wer die Falschen sind. Tatsächlich. Können wir ihm... Wir können... Keine Profile präsentieren? Ernsthaft? Können wir nicht. Warte mal. Wir können wirklich keine Profile präsentieren? You shitting me. Nee, ist echt so. Kann ich nicht. Interessant. Weil sonst hätte ich ihm die Diplom-Tussi einmal gezeigt. Hätte man tun können. Aber dann nicht. Naja gut, okay, dann... Boah, ist das gerade... Ah, jetzt passiert was. 15. Juli, Kitaki Anwesen. Lil Plum ist nicht da. Sie ist wohl nicht mit Putzen fertig, oder? Vielleicht besorgt sie gerade einen Schaber. Okay, welcher Idiot hat dir Kaugummi auf die Straße gespuckt? Die Stimme kann man von Haus bis auf die Straße hören. Sie hat einen Putzfimmel, wie nett. Du da! Du warst es nicht wahr, gib's zu! Hoffentlich hast du dein letztes Gebet gesprochen. Du wirst es nötig haben. Trucy, komm, wir gehen sofort. Meinst du? Würde ja eigentlich ganz gerne. Also, wenn ich ehrlich bin, lass uns aber kurz auf die andere Seite gucken. Ja, scheint sich aber nichts getan zu haben. Okay. Vielleicht kann ich ja jetzt auch ins Kitaki-Anwesen rein. Nein, kann ich nicht. Gut, dann ist jetzt. Jan ist jetzt garantiert der Ride wieder zurück. Ist so, ne? Gerade sagen. Moin, nicht schwach. 15. Juni, Hickfield Klinik. Hey, wie geht's? Paps, wie fühlst du dich? Nicht schlecht, Trucy. Nicht schlecht. Gut, euch zwei Haisporne an dem Fall zu wissen. Und dem alten Paps mal seinen wohlverdienten Schönheitsschlaf. Im Alter braucht man halt mehr Pausen. Nicht erst 33? Wir haben den Fall größtenteils aufgeklärt. Ich hab mich nicht in dir geirrt. Kompetent, leistungsfähig. Erzähl mir doch, was du herausgefunden hast, wenn du magst. Ihr
Enthusiasmus ist gerade zu überwältigen. Wie gesagt, es tut mir doch mal leid für, für den stotterigen Part heute, aber ich kann es leider nicht ändern. Also, so früh hatte ich euch nicht zurückerwartet. Olli ist unglaublich. Er hat mein Höschen so schnell gefunden. Was, als hätte er es selbst gestohlen. Du hast eine seltsame Art einzuloben. Und? Hast du den Sonntagsfahrer gefunden, den ich meinen 10-Meter-Flug verdanke? Anscheinend handelt es sich um einen Arzt aus der Meraktis-Klinik. Meraktis, hm? Hab von ihm gehört. Nichts Gutes allerdings. Da fällt mir ein, vor der Klinik hat ein Polizeiauto geparkt. Vielleicht ist irgendwas passiert. Was genau ist diese Meraktis-Klinik eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Ich kenne nur Gerüchte. Die Klinik hat jede Menge gutes Geld gemacht. Auf eine üble Weise. Übel? Verbindung zum organisierten Verbrechen. Die Familie Kentucky. Kitaki vielleicht? Was hat er mit Absicht gemacht? Es gibt Verletzungen, mit denen kann man nicht in ein normales Krankenhaus laufen. Die lassen sich in der Meraktis-Klinik wieder zusammenflicken. Interessant. So ist es also. Scheint, als wäre in dem Park irgendwas passiert. Es wurde ein Körper gefunden, in äußerst ungewöhnlichem Zustand. Ungewöhnlicher als die Tatsache, dass er tot war? Das geht uns jedenfalls nichts an. Genau, wir sollten uns lieber um den Nudelstand kümmern. Wo bleibt die professionelle Neugier? Danke, ehrlich. Wenn ich ausgeschlafen habe, gucke ich mir vielleicht mal diese Meraktis-Klinik an. Ich verlange vielleicht etwas Schmerzensgeld. Ein kleiner Prozess könnte mir gut tun. Sieht's denn mit meiner Bezahlung aus? Der Unfall ist aufgeklärt und dann haben wir noch das Kleidungsstück hier gefunden. Mein Höschen. Bleibt nur noch der Nudelstand. Komm ruhig vorbei, wenn du nicht weiterkommst. Ich helfe gern bei allem, außer es geht um Geld. Tschüss Bezahlung, hallo Ehrenamt. Gut, lass uns zurück ins Büro gehen und unseren nächsten Zug planen. Gut, ich denke mal, dass es dann auch im nächsten Part so langsam an Fahrt gewinnen wird. Ich denke mal, unser richtiger Fall wird im Endeffekt der Tote sein. Und darauf bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen, man kann sich ja schon denken, wer da festgenommen wird am Ende des Tages, ne? Wenn man mal an die Anfangssequenz denkt. Von daher, liebe Freunde, im nächsten Part wird es dann hoffentlich ein bisschen spannender. Bis dann und ciao.